Hallo Freunde, willkommen zurück bei der Workshop Gang. Schönes Wetter, naja, etwas kühl noch, aber ansonsten die Sonne lacht. Heute mal in einer anderen Mission unterwegs. Ich will mir mal ein altes Gebäude anschauen, ein sogenanntes Lost Places. Es geht wohl darum, das ist wohl am 20.10. war es, was ich gelesen habe. 20.10.2021. Komplett ausgebrannt. Ist hier ganz in der Nähe. Und hatte jetzt ein paar Berichte gelesen, dass eben die Anwohner sich dort über die Vermüllung dieses Gebietes dort, weil es doch sehr schön sein soll, dort aufregen. Also aufregen oder die das einfach nicht schön finden. So, und ich wollte mir das Ganze einfach mal anschauen. Es geht da um ein Gebäude, das 1810, glaube ich, 1810 errichtet wurde. Ist eine Spinnerei und Färberei gewesen. Also bekannt ist das Gebäude geworden unter Diamant-Schwarzfärberei. Womit das jetzt was zu tun hat, ist natürlich eine große Frage. Also die alle, die da jetzt gerade an Diamanten denken, ja, schön wär's. Nee, es geht leider nicht um Diamanten. Es geht um den Farbton Schwarzdiamant oder Diamantschwarz, besser gesagt. Also ich selber kann mir jetzt nicht wirklich was drunter vorstellen. Ich schätze mal, das ist ein Schwarz, was da einen sogenannten Glanz drin hat. Das, was bekannt ist daran, dass das Gebäude eben, wie gesagt, genau durch diesen Diamant-Schwarzton weltberühmt geworden ist. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg dorthin und wir sehen uns dann gleich vor Ort wieder. So, ich denke mal, ein Stück müssen wir noch laufen. Dann dürften wir das Ganze geschafft haben. Also es führt ein ziemlich idyllischer Weg dorthin, wenn man das so sieht. An der Gartenanlage vorbei. Also eigentlich sehr schön. Also beim letzten Hochwasser war das natürlich dann hier alles auch überschwemmt. Ich sehe auf jeden Fall, die Feuerwehr hat es auf jeden Fall nicht einfach gehabt. Jetzt wäre ich noch fast gestürzt. Also da hinten taucht es langsam auf. Ja, also das Gelände ist offen. Also hier ist nichts abgesichert, hier ist kein Bauzaun oder sonst irgendwas, wie ich vermutet habe. Das Gelände ist komplett offen. Man kann wohl um das Gebäude drumherum gehen, das werden wir natürlich noch tun. Und jetzt schauen wir mal, was das hier alles ist. Was haben wir hier schönes? Kleines Gebäude. Aber da wird jetzt auch nichts drin sein. Nee, außer Dreck. Außer jede Menge Dreck. Das Ganze war, wie gesagt, eine Spinnerei und Färberei, Hofmann und Söhne. Und das Gebäude ist 1818 gebaut worden. Auf der anderen Seite von diesem Gebäude muss wohl mal ein Wasserrad gewesen sein, weil diese Fabrik ist wohl per Wasserkraft betrieben worden. Was natürlich den ganzen mit dem Denkmalschutz schon dort irgendwo, wo ich dann recht geben muss. Die Frage ist eben, es sieht eigentlich neuer aus, ne? Wenn man das so sieht, also es sieht neuer aus. Natürlich werden sie ein bisschen was umgebaut haben, die Jahre, aber so 1818 ist es gebaut worden. 1891 hat das ein gewisser Louis Hermann übernommen, der dann auch 1892 eben diese Diamant-Schwarz-Färberei daraus gemacht hat und diesen Farbton im Diamant-Schwarz dort rausgebracht hat. So, jetzt gehen wir mal hin. Das ist natürlich sehr stark ausgebrannt. Also stehen auf gut Deutsch stehen nur noch die Grundmauern.
wenn man das hier so sieht, und es ist schon gefährlich, sich hier in der Ecke schon so aufzuhalten. Schon aufgrund dessen hin, dass die Außenwände einsturzgefährdet sind. Also das hier war wohl das Treppenhaus, hier an der Seite. Und hier innen drin ist schon alles eingestürzt, wenn man das so sieht. Also es ist schon arg. So. Wie gesagt, es gibt hier null Absicherung, es gibt hier gar nichts. Au, ist das heftig. Ja, also das sollte man sich genau überlegen, ob man hier dran vorbeigeht. Wir machen das jetzt einfach mal. Also reingehen würde ich da mit Sicherheit nicht mehr. Ich denke mal auch, kein anderer würde das mehr machen. Das hat wohl bis hier runter hat das wohl gebrannt, also es ist komplett ausgebrannt. Also so wie ich gehört habe, haben sie es ja tatsächlich kontrolliert abbrennen lassen. Warum dem Ganzen kontrolliert abbrennen? Ich hatte was davon gelesen, dass sie über eine weitere Strecke Wasser organisieren mussten, die Feuerwehr. Was mir da natürlich jetzt überhaupt nicht einleuchtet, weil also hier 10 Meter entfernt ist die Chemnitz. So, und ich denke mal, wir sind in einem Zeitalter, wo es dann doch schon Pumpen gibt oder sonst irgendwas. Ich werde mir natürlich dort nicht die Zunge verbrennen, da jetzt irgendwas dagegen sagen. Aber die werden einen Grund gehabt haben dafür. Also es ist schon enorm. Es ist natürlich ein sehr schönes Gebäude gewesen. Aber wie gesagt, soweit bekannt war, war kurz vor dem Brand, war das Gebäude wohl im Internet ausgeschrieben zu einem Kaufpreis um die 700.000 Euro mit dem Gelände. Das ist ja ein sehr großes Gelände hier, wenn man das sieht. Also, und irgendjemand hatte wohl erzählt, es gab wohl auch Interessen daran, es sollte wohl eine Art Pflegeeinrichtung oder sonst irgendwas werden. Wäre natürlich hier sehr idyllisch gewesen dafür. Aber wie gesagt, dazu ist es leider nie gekommen, weil es eben hier gebrannt hat. So. Es ist auch die Rede davon, dass es mehrfache Brandstiftung war. Es hat ja einmal gebrannt und dann irgendwie am nächsten Tag nochmal, obwohl man das natürlich auch nicht oder auch nicht festlegen kann, weil bei so einem Brand können ja dann nur immer noch Brandherde sein, die dann am nächsten Tag wieder aufflammen. So wie ich nachgelesen habe, haben wohl die Eigentümer oder diese Immobiliengesellschaft hat wohl bereits eine Strafzahlung machen müssen, weil hier nichts passiert und eben, naja, dass eben so stark einsturzgefährdet ist und keinerlei Absicherung stattfindet. Aber jetzt, außer den großen Haufen da vorne, sehe ich jetzt erstmal hier nicht unbedingt diese Müllberge, von denen hier gesprochen worden ist. Es ist ein Schandfleck, muss man sagen, ist klar. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, also es sind Müllberge hier oder jemand würde hier wild Müll abladen. Also das Einzige, was man sieht, ist hier so ein Wasserbehälter von, ja, ich würde sagen von dem Hauswasserwerk. Aber das dürfte es dann auch schon gewesen sein. So, jetzt gehen wir mal hier rum. Was haben wir denn hier? Die Elektrodose. Hoffentlich hat keiner Strom angelassen. Also es ging hier früher bestimmt mal noch weiter. Und jetzt fängt es natürlich wieder an zu regnen. Ich habe immer das Glück. Also wie gesagt, also es ist, man kann komplett außen rumlaufen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendein Gelände hier betreten würde, was verboten wäre oder sonst irgendwas. Aber man kann ja durchaus mal wirklich schön sehen, was so ein Brand verursachen kann. Ja, es ist natürlich sehr schlecht zugänglich für die Feuerwehr. Haben natürlich überall immer noch Gebäude gestanden. Ah, das war wahrscheinlich dann eher vor dieser Zeit des Brandes. Das ist dann wohl die Klärgrube. Ja, es ist schon der reine Wahnsinn, ne? Es wäre bestimmt mal wieder ein sehr schönes Gebäude geworden. Selbst hätte man hier Wohnungen hingemacht, also hätte man es schön ausgebaut und Wohnungen hingemacht, denke ich mal, wäre das sehr idyllisch hier. Du hast eben komplett deine Ruhe, die nächste Straße ist ein ganzes Stückchen entfernt und
Du bist ringsherum vom Wald umgeben. Aber man kann eben dort oben, gerade kann man eben noch sehen, es ist eben zu dieser Zeit wirklich noch viel die Außenwände mit Granit gebaut worden. Gleich wie ein Stückchen weiter vorne eben in dieser alten Gesenkschmiede, wo ich die Tage das andere Video aufgenommen hatte. Also, soweit ich das gelesen hatte, hatte am 19. oder 20. Oktober dieses Gebäude hier gebrannt. Und an den 21. Oktober eben von hier aus Luftlinie gesehen 500 Meter das andere Gebäude. So, also da muss man natürlich mal wirklich sagen, möge es alles Zufall sein. Wir hoffen, dass es Zufall ist. Aber wie gesagt, mit diesen sogenannten am Wasser hat es gelegen. Möge ich jetzt meinen Zweifel hegen. Gut, im Sommermonaten oder sowas möge das hier auch ein bisschen weniger Wasser drin sein. Aber Oktober rum würde ich sagen, hätte das wahrscheinlich ausgereicht. Wie gesagt, ich wollte euch hier mal mit hernehmen, damit ich euch dieses Gebäude auch mal zeigen kann. Noch ein Gebäude, wo es eben sehr schade drum ist, gerade hier in der Ecke. Und das ist nun, wie gesagt, ein Gebäude, was unter Denkmalschutz steht. Vielleicht wird es Tatsache wieder aufgebaut, oder aufgebaut, besser gesagt. Aber ich möge es bezweifeln. Also, liebe Leute, ich hoffe, euch hat die kleine Tour mal gefallen. Wie gesagt, ein sehr berühmtes Gebäude. Sehr bekannt, könnt ihr euch da mal im Internet noch mal belesen. Also meiner Meinung nach wäre es sehr schade drum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Zur Workshop Gang. Bye bye. Ich hätte es doch fast vergessen. Also eine interessante Frage wäre natürlich, wir haben ja jetzt das Gebäude gesehen. Interessant wäre jetzt mal zu wissen, warum er denn in Luftlinie 500 Meter oder ein Kilometer Luftlinie die alte Gesenkschmiede wegen Gefahr nach dem Brand komplett abreißen musste, komplett zerstören musste, obwohl dort nur das Dachgeschoss gebrannt hat. Und hier hat das ganze Gebäude gebrannt, jetzt stehen bloß noch die Außenmauern. Wie gesagt, es ist nicht mal eine Bauabsicherung da, geschweige denn irgendwas anderes. Da ist wahrscheinlich keine Gefahr im Vollzug. Oder die Behörden sind auf gewissen Augen immer mal blind. Also auf den einen Auge scheinen sie ganz genau zu gucken und auf den anderen sind sie immer gerne blind. Würde mich mal interessieren, warum denn so ist.